erbärmlich. Ja, und hier, willkommen zurück bei Blade & Soul in der flammenden Hölle. Nein, Quatsch. In der letzten Folge hatten wir dieses wunderbare Video, ein paar kurze Einspieler folgen jetzt. Keine Sorge. Seht doch! Löscht sie aus! Bitte, helft uns! Ja, bitte. Tja, die schwarze Ramme greift uns also an. Gut. Dann werden wir mal versuchen, in der Folge den Angriff, ja, ich weiß gar nicht, entweder abzuwehren oder entgegenzusetzen haben. Abgesehen von der Tatsache, dass ja Namsu-Yu immer noch ein anscheinend falsches Spiel mit uns spielt, werden wir also gucken, mal zu Yang-Hun gehen und Schwarze Ramme ihr Bestien und werde mal gucken, wie wir hier den ersten, nennen wir es mal Gegenangriff, starten werden. Ich wusste, sie würden uns angreifen, aber so rasch, wir waren nicht vorbereitet. Sie haben Kanonen am Strand entladen und werden die ganze Stadt zerstören. Geht zur Küste und zerstört die Kanonen und erledigt so viele schwarze Rammen, wie ihr nur könnt. Stoppt sie! Gut. Also, schwarze Rammen erledigen und die Kanonen zerstören. Die Kanonen von Navarone. Wo sind denn die Kanonen? Schon genug? Wir sollen jetzt zerstören und zerstören. Bambuswache. Zerstören ist gut. Schon genug? Geblockt. Momentan nicht möglich. Oh mein Freund, lass die Freunde der Bambuswache in Ruhe. Und dies soll ich erledigen? Machen wir das sofort. Achso. Ja. Oh, was ist das hier? Wie, der springt hoch und die Kanone geht kaputt. Der war ja herrlich gewesen. Der war ja wunderbar. Sprecht mit der Guten. Okay, also anscheinend die paar Kanonen haben gereicht. Ja. Das heißt, wir werden wieder nach oben. Zwischenzeitlich werden wir noch mal ein paar schwarze Rammeleute hier erledigen. Ja, ich weiß, im Angriffsmodus können wir nicht schnell laufen. Ich sehe gerade, hier muss es eine Veränderung gegeben haben, weil ich habe hier eine Anzeige. Was auch immer dafür eine Anzeige ist. Oha. Wir werden mal sehen, wir werden mal gucken. Macht euch bereit! Lasst die lieben Freunde hier in Ruhe, Menschenskinder. So. Yang-Hun, was möchtest du als nächstes? Ich mache. Danke, wir haben sie aufgehalten, aber die schwarze Ramme ist bereits in das Dorf eingedrungen. Bitte, verteidigt die Schenke. Wer nicht fliehen konnte, hat sich dort versteckt. Geht, das Dorf ist ein Schlachtfeld. Rettet, wen ihr könnt. Schnell, wir versuchen sie aufzuhalten. Gut, also. Jedenfalls das Dorf retten. Haltet still! Tja. Ich muss noch mal Zeiten gucken, wie ich gegen die Glocken angehen kann. Schon genug? Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wie ich gegen das Blocken angehe. Ah. Vielleicht doch mit E oder Q, dass man dahinter wandert. Wir sollen so viele schwarze Rammen schlagen, wie wir tun können. Warum können wir denn hier rein? Hier brennt ja auch alles. Ach du Schande. Hier brennt ja alles. Gut, hier kann man zwar rein, bringt uns wahrscheinlich noch nichts. Oder wir müssen da noch bei Zeiten hin. Aktuell haben wir davon nichts. Lass meinen Freund von der Bambuswache in Ruhe, mein Freund. Mein Freund. Na super. So. Gasthaus. Sollen wir hier rein? Ich gehe mal von aus, wa?
Ach da. Jungzuck. Bitte rettet mein Baby. Die schwarze Ramme hat Guni im Keller geschnappt. Mein Mann ist ihnen hinterher. Bitte helft mir, Guni. Das Spiel nimmt ja hier ganz merkwürdige Form an hier. Erstmal schlagen, dann sehen wir weiter. Sag ich doch. Oh, der Mann ist leider tot. Oh Gott. Was zeigt der mit der Bombe? Quatsch. Kind nehmen, Kind zu Mutter bringen. Hab Dank. Doch wo ist Namun? Wurde er verhetzt? Warum kommt er nicht zurück? Es tut mir leid, euer Mann starb beim Schutz eures Babys. Bringt euch in Sicherheit. Für euer Baby. Ja, ihr habt recht. Ich muss stark bleiben. Für Guni. Habt Dank für eure Hilfe. Wow, das sind ja richtig hastige Sachen hier in dem Spiel mittlerweile. Das ist nicht schön. Okay, das war anscheinend die einzige Sache gewesen. Im Wirtshaus war anscheinend bloß die eine Familie. Von denen jetzt leider bloß noch die Mutter und das Kind überlebt haben. Shengun. Das ist das Ende für den alten Shengun. So viel habe ich versäumt im Leben. Nie die große Liebe gefunden. Nie den Silberfrostgipfel erklommen. Nie jonglieren gelernt. Ihr werdet es schon schaffen. Nein, nein. Vergesst den alten Shengun. Ihr müsst Meister Dodan retten. Der tapfere Narr. Er stellte sich alleine Kapitän Kwon entgegen. Er hat keine Chance. Sie sind in Dojuns Haus. Schnell, beeilt euch! Oh, Meister Dodan! Aha, das zum Thema Haus. Jetzt müssen wir zurück ins Haus. Wo müssen wir lang? Geblockt! Erbärmlich! Hä? Ach stimmt, hier war die Wesen. Hier raus. Auf dem Weg dahin werden wir noch ein bisschen schnetzeln hier. Schnetzeln wir, aber gehen wir. Ach, wir gehen mal gleich rein. Die Bambus machen halt hier draußen alles im Griff. So, wo haben wir ihn? Oh. Sprechen. Dodan ist schwer verletzt, aber wird überleben. Guan muss für die Taten der schwarzen Ramme zur Rechenschaft gezogen werden. Ich werde Guan finden und aufhalten. Findet Guan und rettet Nam Soyo. Sie ist wichtiger, als ihr denkt. Was meint ihr? Keine Zeit. Rettet sie. Um jeden Preis. Das werde ich. Ach, hier ist ein Brief von Nam Soyo. Ein Brief für Nam Soyo? Danke, Jian. Ich nehme ihn an mich, aber ich hoffe, ihr könnt ihn ihr später selbst geben. Geht zum Leuchtturm. Nehmt den Weg südlich vom Haus der Heilung Richtung Osten. Haus, Heilung, südlich. Keine Ahnung. Hier gehen wir nach dem Pfeil. Nicht Brief, von ihr, sondern an sie. Hatte ich mich verlesen? Schuldig bitte. Das funktioniert nicht. Mein Freund, du holst jetzt hier mal. So, mal ein bisschen mehr Ruhe hier. Wir rennen mal einfach hier lang. Ja. Wir werden mal hier lang rennen. Halt, das funktioniert nicht. Schon genug? So. Mal aus diesem Kampfmodus nicht so schnell rauskommt. Vielleicht soll man auch gar nicht, ich weiß es gar nicht. So, jetzt wieder nach unten. Ah, jetzt müssen wir nach da. Hallo, Yang Hun. Wir sind auf dem Weg. Wir werden namens Soyu retten. Hoffe ich jedenfalls. Obwohl ich mir nicht ganz so sicher bin, ob das Sinn macht oder nicht, wie gesagt. Hört sich ja doch ein bisschen hinterhältig an. Aber vielleicht steckt da doch was anderes hinter. Okay. Wir wechseln das Gebiet oder kommen in einen Dungeon. Aber vielleicht steckt doch was anderes hinter, wie wir denken. Wartet auf mich! Hier lang! Was? Verdammt!
Ihr seid es. Danke, dass ihr gekommen seid. Wirklich? Soyo! Also wirklich. Wieso sollte ich mich mit euch abgeben? Soyo! Oh, ihr kommt spät. Vielleicht hätte ich doch mit dem alten Knacker gehen sollen. Ach, seid doch nicht so. Wieso sollte ich ohne euch gehen? Ihr wart der Schlüssel zu meinem Riesenerfolg hier. So werde ich garantiert befördert. Und schon bald bin ich der Kapitän einer ganzen Flotte. Ach. Denkt daran, ihr habt mir das Leben einer Kaiserin versprochen. Schatz. Der Verlierer da hat mir viel Kummer bereitet. Würdest du ihn bitte beseitigen? Natürlich. Alles für meinen Schatz. Ja, offensichtlich, nicht offensichtlich, man weiß es nicht. 3500, theoretisch könnte es klappen. Wir gucken mal einfach. Eigentlich wäre es schön, wenn er herkommen würde, hätten wir mehr Platz, aber vielleicht können wir ihn locken. Na gut, wir fahren einfach mal an. Bewegt euch näher ans Ziel. Verflucht. Was soll denn das? Wie erbärmlich. Zu den Verletzten. Seid ihr verletzt? Oder Namsoyo, eure Informationen waren sehr wichtig beim Angriff auf Dozun und die Bambuswache. Gwon führt bald eine Großoffensive gegen das Dorf aus. Ich komme dazu, sobald meine Mission hier abgeschlossen ist. Herzlichst, Bumbak. Danke für die Hilfe bei der Rettung des Dorfes. Zum Glück kann ich mich revanchieren. Ein Freund von mir, General Hans Sirang, hat in den Ascheweiten von einer Frau und einem Mann in Hongmun-Uniform erfahren. Das muss dieser Verräter sein. Nicht schwer zu erraten, wer die Frau ist. Ich würde gern mitkommen und Meister Hong rächen. Doch wie ihr wisst, kann ich das Dorf jetzt nicht verlassen. Geht voraus und sucht nach Jin Soyun. Geht zum Dorf Eichschatten und sprecht mit Hans Sirang. Er wird euch helfen. Wenn ihr Jin Soyun findet, kontaktiert mich sofort. Vergesst nicht, wir beide sind die Letzten des Hongmun-Clans. Bleibt am Leben. Soyo, wo seid ihr? Soyo, lasst mich nicht. Das Spiel nimmt ja an Dramatik so dermaßen zu, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es vorher auch schon so gewesen ist oder erst seit irgendeinem Update, aber relativ moderne rhythmische Musik und... Also, Respekt, muss ich mal sagen. Also, bin begeistert. Xing Yun, ihr berecht also auf. Na gut. Das ist keine Träne. Mir ist ein Funke ins Auge gekommen. Es ist furchtbar. Seid ihr in Ordnung? Bin ich. Dank eurer Tapferkeit. Wärt ihr doch nur rechtzeitig hier gewesen, um den kleinen Meister zu beschützen.
Ihr habt dem Dorf und mir einen großen Dienst erwiesen. Ich verdanke euch mein Leben. Ich stehe in eurer Schuld und folge euch bis ans Ende der Welt. Ihr solltet bleiben und euch um Dodan kümmern. Seid ihr sicher? Das wäre natürlich einfacher. Und mein Bein schmerzt noch sehr. Gebt auf euch Acht. Die Ascheweiten sind gefährlich. Hauptmann Dochun hat einen Transport für euch organisiert. Geht zu Andumo, bei Dochuns Haus. Abschiede machen mich immer so sentimental. Geht lieber, bevor ich vollkommen die Fassung verliere. Vergesst uns nicht. Wow. Selbst die Musik für einen Stufenaufstieg. Heilige Bohne. Ist doch alles, also gerade soundmäßig extrem dynamisch geworden. Die Geschichten sind auch nicht nur einfach erzählt, sondern wirklich mit viel Dramatik dahinter gepackt. Also Wahnsinn. Wer taucht da hinter mir auf? Gar keiner. Hier drüben haben wir noch einen Eingang. Weiß zwar nicht, ob wir den nehmen können. Obwohl, wir gehen erstmal hier zu Andumo. Obwohl, ihr müsst es sein. Ich würde mal sagen, wir beenden mal damit unsere Sitzung hier. Wir haben jetzt erfolgreich den Angriff der schwarzen Ramme abgewehrt. Zwar wahrscheinlich mit einem sehr hohen Schaden und hohen Verlusten. Aber es kommt wieder Ruhe rein und die brennenden Gebäude sind nicht mehr vorhanden. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also die Folge war doch. Wo in letzter Zeit ein bisschen lahmer wurde, ist doch jetzt hier wieder mehr Action drin. Wunderbar, hat mir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.